Hallo und herzlich willkommen. Hier ist ein nächstes Video, in dem ich Fragen beantworte. Also, die Frage von Roland war: Was kann ich tun, um in Verbindung zu bleiben, wenn ich angetriggert werde, also wenn meine roten Knöpfe gedrückt sind? Ich will in Verbindung bleiben und das Antriggern ist mir ganz häufig auch gar nicht bewusst, woher das kommt, was hier passiert. Und er hat gesagt, ob es wohl eine Anti-Trigger-Creme gibt. Und das gibt es leider nicht. Aber ich kann dir sagen, was du tun kannst. Und auch, worum es eigentlich geht, wenn du angetriggert bist. Was passiert also, wenn da deine roten Knöpfe gedrückt sind? Das Wichtige ist, dass du weißt, immer, wenn deine roten Knöpfe gedrückt sind, geht es um dich und das Gegenüber ist nur der Auslöser. Das Gegenüber weiß manchmal gar nicht, dass es dich antriggert. Vielleicht hast du das auch schon erlebt, dass du etwas sagst, du meinst es ganz gut oder keine böse Absicht und das Gegenüber reagiert in einer Art und Weise, die verstehst du kaum. Da denkst du, uiuiui, was ist denn hier passiert? Und dann ist dein Gegenüber angetriggert. Und du warst der Auslöser. Und wenn dir das passiert, dann ist es wirklich gut, wenn du weißt, du bist total selbst für diesen Trigger verantwortlich. Der hat sich installiert, der Trigger hat sich installiert in deiner frühen Kindheit. Dem sagt man Prägung. Und das, was du damals erlebt hast, es kommt nicht darauf an, ob du in der eigenen Familie aufgewachsen bist oder ob du in irgendwelchen Situationen aufgewachsen bist. Das, was wichtig war, ist die Ursprungsumgebung. Die hat deine Reaktionen geprägt und die hat auch deine Werte, deine Normen, das, was du verstehst unter Regeln, das muss man einhalten oder so, das kommt aus deiner ganz frühen Kindheit. Wir haben eine Bibliothek in unserem limbischen System, also in den ganz alten Teilen des Hirns, die für Emotionenverarbeitung zuständig sind. Da hat es eine Bibliothek, die Mandelkerne, und die hat diese Bewertung der Situationen aufgenommen und abgespeichert. Und dein Nervensystem in Zusammenarbeit mit dieser Bibliothek in den Mandelkernen, die schauen in jedem Moment, ob das, was da draußen läuft, angenehm ist, gefährlich ist oder lebensgefährlich ist. Und das wird immer abgeglichen mit dieser Bibliothek. Das heißt, wenn da draußen etwas passiert, was dein Nervensystem an diese Bibliothek schickt als Information, das läuft alles unbewusst, haben wir keinen Zugang, weil das läuft so schnell, dass wenn wir da Zugang hätten, dann wären wir, wenn es wirklich gefährlich ist, wären wir nicht geschützt. Das heißt, das läuft ganz unbewusst. Diese Verbindung zwischen Nervensystem, Bibliothek, die sagt, das ist gefährlich oder nicht gefährlich. Und wenn die Bibliothek sagt, das ist gefährlich oder das ist lebensgefährlich, dann kriegst du Adrenalin ins Blut. Dein Organismus wird hochgefahren. Du kommst in eine Situation, in der du zum Kämpfen rennen, also davonlaufen, flüchten oder dich totstellen, präpariert wirst. Der Teil, der vernünftig denken kann und der gute Lösungen findet, der ist außer Gefecht gesetzt, der ist so aktiviert, dass er außer Gefecht gesetzt ist. Und dann stehst du da mit diesen ganz ursprünglichen Verhaltensweisen. Kämpfen, flüchten oder totstellen. Und du hast vielleicht auch schon gemerkt, wenn dir das passiert, dann bist du nicht mehr besonders kreativ. Du bist auch nicht mehr besonders, du bist nicht mehr besonders gescheit. Man wird ein bisschen dumm.
weil dieser kreative Anteil des Hirns eben nicht mehr, also überaktiv ist. Der ist dann sehr aktiv und eigentlich deshalb ausgeschaltet. Was kannst du da tun? Das Wichtige ist, dass du weißt, du bist verantwortlich für diese Reaktion. Das macht dich handlungsfähig. Wenn du denkst, dass das Gegenüber schuld ist und das Gegenüber etwas anderes machen sollte, als es tut oder sagt, dann bist du nicht handlungsfähig. Dann bist du in einer Opfersituation und da ist man ja nie handlungsfähig. Das heißt, zu wissen, du bist verantwortlich für deine Reaktion, hilft dir, Verantwortung zu übernehmen. Und dann kannst du, wenn du merkst, das merkt man normalerweise im Körper, es wird ein bisschen dumpf hier im Hirn, du bekommst heiß oder, also wenn es so rausgeht, bekommst du heiß, wirst wütend oder es gibt so wie eine ich ziehe mich zurück Bewegung. Das kannst du alles spüren im Körper. Wenn sich der Körper zusammenzieht, auch wenn es nur ein bisschen ist, bist du in irgendeiner Form angetriggert und es ist gefährlich für dich. Es ist gut zu wissen, dass dein Organismus meint, dass es gefährlich ist für dich. Ich erzähle in einem anderen Video dann mal noch genauer, was denn wirklich passiert in deinem Körper. Das ist total spannend, was der Körper alles zur Verfügung stellt, damit wir überlebensfähig sind. Aber jetzt gehe ich zu dem Moment, wo du merkst, aha, jetzt passiert etwas im Körper. Ich bin angetriggert und du willst in Verbindung bleiben. Dann kannst du sagen, also das eine ist, sag Stopp zu dir selbst. Du weißt, Stopp, ich bin angetriggert. Normalerweise gibt es eine Beschleunigung, wenn du angetriggert bist. Und wenn du Stopp sagst, dann kannst du verlangsamen. Atmen ist wichtig. Atme ein und aus. Und wenn du die Möglichkeit hast, dich hin und her zu gehen oder eine kurze Pause zu machen, dann mach das. Wenn du das nicht hast, dann atme. Atme tief. Und schau, dass du durch den Atem wieder in Bewegung kommst in deinem Körper, weil Bewegung baut Adrenalin ab. Dann sagst du dir Stopp und bringst dich wieder in Bewegung. Und dann kannst du die vier Schritte machen der gewaltfreien Kommunikation. Eine wertfreie Beobachtung ist, du, ich bin jetzt gerade angetriggert. Aha. Du kannst auch sagen, du, ich bin jetzt gerade angetriggert durch das, was du gesagt hast. Ich habe ein Gefühl. Welches Gefühl hast du dann? Du hast in der Dokumentation, die du bekommen hast als Geschenk, hast du hinten eine Gefühls- und Bedürfnisliste. Schau dir die an. Schau dir die an und frag dich, was habe ich eigentlich für ein Gefühl, wenn ich angetriggert bin? Frag dich, was habe ich für ein Bedürfnis und sage das. Und dann ist ganz wichtig, dass du eine Bitte formulierst. Und sagst, wie kommt das bei dir an? Oder kannst du das verstehen? Oder kannst du mir dazu etwas sagen, je nachdem wie dein Bedürfnis und deine Bitte ist? Also dein Interesse am Gegenüber ist ganz wichtig, weil sonst wird es ganz sicher als Vorwurf angeschaut. Sei klar und nicht nett. Also rede nicht um den heißen Brei rum. Du kannst das aufmachen und kannst sagen, ich bin jetzt gerade irritiert. Wenn es eine Situation ist, die für dich ganz heikel ist und dennoch in Verbindung bleiben möchtest, dann sag, ich bin irritiert. Das ist so ein bisschen neutraler. Also ich bin jetzt gerade angetriggert von dir. Ich bin irritiert über das, was du sagst. Kannst du mir sagen, was du damit meinst? Oder wie siehst du das? Weshalb sagst du das? Stell Fragen. Normalerweise machen wir das ja so, dass wir dann einfach das von uns wegweisen und irgendeine Antwort geben, die angriffig ist oder die einen Vorwurf beinhaltet. Versuche das zu vermeiden. Mal soweit. Ich werde
jetzt gerade, es ist morgens um 7 und ich nehme das auf für euch, weil ich an diesem Wochenende arbeite und da gar nicht dazukomme heute im Laufe des Tages und am Abend ist es schon wieder dunkel, da ist das Licht nicht so gut. Und ich nehme 2 andere Videos auf, die dir zeigen, wie du das Y-System gebrauchen kannst und was wirklich passiert, wenn dein Körper in diesen Modus von Kämpfen, Flüchten oder Todstellen befördert wird. Okay, bis zum nächsten Mal. Wenn du dazu Fragen hast, weil es für dich nicht klar genug ist, dann melde dich unter renata@kommunikationskongress.com. Und dann nehme ich das auf und beantworte deine Fragen weiter. Roland, ich danke dir für deine Fragen. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.